Richto, dann Eric Gomas, Aguri Suzuki und 12. und letzter in diesem Rennen ist Terry Boutsen. Nigel Mansell fuhr die schnellste Runde mit 1:21.598. Und wir geben jetzt kurz rüber wieder nach Köln, bevor wir uns mit der Siegerehrung und unserem Preisausschreiben wieder bei Ihnen melden. Stellen Sie sich einmal vor, Sie könnten Ihre Bankgeschäfte mit dem kleinen Finger abwickeln. Oder mit dem. Ein Fingertipp genügt und schon stehen Ihnen bei der Citibank alle Möglichkeiten offen. Was wünschen Sie? Eine Überweisung? Bargeld? Oder gar einen Dauerauftrag? Das Citycard Banking Center ist eine neue Idee der Citibank. 24 Stunden täglich. Citibank, so leicht geht das. Danke fürs Interview. Okay, wissen Sie, warum ich Tic-Tac Freshmints nehme? Ganz einfach. Frischer Atem gehört zu einer Reporterin. Und so ein kleines Tic-Tac erfrischt meinen Atem 2 Stunden lang. Dabei hat ein Tic-Tac gerade 2 Kalorien. Ist doch super. Tic-Tac mit 2 Kalorien, 2 Stunden Tic-Tac Frische. Spirit of Power. Carrera. Hitachi? Die machen... Oh, gut gemacht. Ach ja, wo war ich denn? Hitachi macht Camcorder und eine Fülle anderer erfreulicher Produkte. Hitachi. Hitachi? Die machen... Eigentlich bin ich gerade beschäftigt. Hitachi macht Computer und eine Fülle anderer intelligenter Produkte. Hitachi. Sie wissen, Bargeld im Urlaub ist riskant. Normale Schecks sind da schon besser. Ich aber empfehle American Express Reiseschecks. Warum? Weil an den noch so schönen Orten leider auch geklaut wird. Zimmerschlüssel zum Beispiel. Und damit ist dann auch die Reisekasse weg. Deshalb, Reisechecks von American Express, bestehen Sie darauf, denn die werden an Ort und Stelle ersetzt. Damit sind wir wieder zurück in Monte Carlo und gerade wird Ayrton Senna beglückwünscht von dem Mann, der immer dafür sorgt, dass er fit ist. Und ich glaube, Keke, dass Senna sich wahnsinnig freut, dass er das hier geschafft hat. 5 Jahre hintereinander jetzt, Sieger in Monte Carlo. Nein, 4 Jahre hintereinander, ja. 4 Jahre hintereinander, 5. Sieg. Ja, wahnsinnige Leistung von ihm, aber heute wirklich sein ganzes Geld wert.